Meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Team of the Season Pack Opening und heute zu den Lightning Rounds, die wahrscheinlich gleich rauskommen werden, in wenigen Minuten auf jeden Fall. Ich bin bereit, unser Packluck ist bereit, hoffentlich, und wir werden hier alles geben, um einen High-Rated La Liga Tots zu ziehen. Vielleicht Cristiano, vielleicht Suarez, Messi, wieder den Karim Benzema, den wir jetzt schon dreimal gezogen haben. Ich weiß es nicht, aber irgendeine Verbindung muss ja auf jeden Fall vorhanden sein. Und ja, es gibt ja auch noch dazu das andere Team of the Season oder die zwei Team of the Season mit Lateinamerika und auch russische Liga. Das heißt, Hulk, Tevez kann man auch ziehen und vielleicht werden wir davon ein Packen. Ich weiß es nicht. Es wird wahrscheinlich das letzte Pack-Opening fürs La Liga-Top sein, aber das heißt, es wird nochmal umso gigantischer und umso größer. Ich werde noch mehr raushauen. Deshalb würde ich sagen, lassen wir uns gar nicht mehr lange aufhalten. Schaffen wir die 7000 Likes für mehr Pack-Openings. Das wäre korrekt. Günstige Coins in der Beschreibung. 8% Complete FIFA Team of the Season und natürlich auch MMOGA, falls ihr vorbeischauen möchtet. Korrekte Sache. Jetzt geht's los. Ich bin bereit. Auf geht's. Alles klar, es sind 100k Packs draußen. Oh mein Gott, die werden wir direkt öffnen. Mal schauen, ob wir irgendeinen heftigen Team of the Season mal wieder ziehen können. Erstes Pack. Und der wird drin sein. Ist das, Digga, Cardona von der mexikanischen Liga, denke ich mir mal. Ja, hier von Monterrey, der Kolumbianer. Richtig sicke Werte. Vielleicht kommt ja auch noch ein Carlos Tevez, aber Team of the Season Nummer 1. Okay, 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 okay. Das war schon kein schlechter Start, aber ein geiler La Liga-Tots. Das wäre jetzt mal was Feines. Das wäre jetzt was ganz Knackiges. Es wird natürlich Cahill sein, noch nicht mal John Terry. Aber Marcelo von Beşiktaş Istanbul ist auch noch hier am Start. Der versteckt sich einfach dahinter. Weiter geht's. Pack um Pack. Ich habe ja auch noch einen neuen anderen Account natürlich, falls wir da noch öffnen sollten. Jetzt erstmal Naldo. Kann sich da was verstecken? Nein. Come on. 100k Packs. Da muss was Heftiges kommen. Unser Packluck ist eigentlich sensationell. Jetzt mal schauen. Schon wieder brasilianischer Innenverteidiger David Luiz. Und nicht Thiago Silva, mit Luis Gustavo und Schild. Das geht besser, das geht besser. Einziger blauer Spieler bisher aus der mexikanischen Liga. Jetzt aber vielleicht. Nein, Cavani. Oh mein Gott. Okay, Wernblom aus der russischen Liga ist hier auch drin. Zweiter Team of the Season. Nice, nice. Und jetzt fehlt noch ein Suarez. Nein, Spaß. Okay, Wernblom mit zicken Werten für einen Sechser. Gehen echt langsam runter. Das muss jetzt hier noch was Gigantisches geben jetzt hier. Komm, bitte. Ah, Cesc Fabregas. Okay, 87 rated. Und Schweini auch noch. Alles klar, das ist natürlich nicht schlecht. Wird langsam mal Zeit für einen High-Rated-Tots. Einen richtigen High-Rated-Tots. Bitte, bitte, yay, Digga. Arda Turan. 83, okay, da wird nichts drin sein, vielleicht doch. Lea von Nizza in Form. Wo sind meine La Liga Tots? Wenn ich sie mal brauche, dann kommen sie nicht. Dann kommen sie nicht. Jetzt vielleicht der nächste Bistrov. Nee, Mamaev. Da wir eigentlich viele aus der russischen und lateinamerikanischen Liga gezogen haben, kann jetzt Tevez oder Haltner kommen. Das wäre sick. Aber es wird Diego Costa sein, okay. Mit Naldo, naja, gut. Nächstes Pack und Kandreva. Oh, und Naboa Tots auch noch. Ja, das sind so eine Team of the Seasons, die dann einfach natürlich da noch sich zwischen scannen. Nein, okay, hier, Naboa hat gute Werte, ja, keine Frage, aber wird natürlich nichts wert sein. Pack und Pack, also die gehen auf jeden Fall langsam runter. Das heißt, vielleicht kriegen wir noch auf unserem anderen Account irgendwas hin. Irgendwas hin. Isco. Oh, okay. Und Jan Maat wieder am Start. Junge, okay. Es sind viele Special Cards auf jeden Fall dabei. Allerdings fehlt mir da so der ein oder andere Suarez oder der Benze. Wo ist Karim eigentlich? Dann komm schon. Ich warte doch nur auf unseren Karim. Den fucking Karim Benzema. Benze, die Schlenze. Naldo. Was haben wir auch mit Naldo? Das ist die Frage. Und Mann, die Inform versteckt sich auch noch. Spannung pur. Spannung steigt. Wer wird es jetzt sein? Und es wird Gigi nicht. Sogar Siriju, was? Oh Mann.
Das kann ich mir doch nicht mehr geben hier. Oh, mit unserer La Liga Spot. Oh, ja! Man of the Match, Piki! Oh shit, Digga! Oh shit, meine erste Man of the Match Card in FIFA 16. What the fuck? Ach ja, Ibra und so sind ja auch draußen und wir ziehen Gerard Piqué. Wow, das ist eine Karte. Und er kostet 70.000. 70.000 sind sie gerade eben rausgekommen. Ich weiß es nicht. Sick, kann man auf jeden Fall sich mal gönnen. Komm schon, komm schon, komm schon. Noch irgendeinen heftigen Mann. Ja! Antoine Griezmann! Antoine Griezmann! Team of the Season Nummer 2. Junge, wie oft ziehen wir diese Franzosen? Wo ist mein Ronaldo? Wo ist mein Suarez? Nein, es wird der zweite Antoine Griezmann. Nice. Wie viel kostet der denn noch? 450.000. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Und wir haben schon wieder den Antoine gezogen. Ich hab's mit den Franzosen. Wahrscheinlich, weil wir Fix in Frankreich gemacht haben. Ja, kann sein. Ist da vielleicht noch was hinter? Stellt euch das mal vor. Ey, da kann ja immer noch irgendwas dabei sein. Ja, der Edinson Cavani auf jeden Fall. Sick. Sick. Und wir können noch einige Packs öffnen und wir haben Antoine und Piqué Man of the Match und noch ein paar andere Tots. Heftig. Okay, ein High-Rated Team of the Season und das ist schon wieder der gute alte Antoine. Ich hab's heute mit den Franzosen oder eigentlich jedes Mal. Und Ada kann auch gerne kommen. Wie oft kommt er jetzt auch schon wieder? Das frage ich mich auch. Lustig auch noch das. Ja, das ist mal wieder richtig lustig. Ich bin auch wieder unlustig. Oh mein Gott, was rede ich? Ja, in Form. Naja, ist wahrscheinlich nichts wert, aber gut. Komm mal, noch was Besseres als Antoine. Gibt es das? Gibt es das? Gibt es das? Gibt es das? Vielleicht ja. Okay, wer ist das? Samedov von Lokomotiv Moskau. Starke Karte und das letzte Package jetzt hier für den Account. Come on, noch einer aus dem La Liga Tots, bitte. Bellarabi. Vielleicht noch irgendwas? Nein, Pedro auch noch. Das ist die Krönung der Krönungen. Wir gehen auf einen anderen Account, haben Antoine Piqué und diverse andere Tots. Und deswegen machen wir jetzt weiter. Warum kann ich das nicht öffnen, hä? Oh mein Gott, ich kann noch eins öffnen. Ja! Philippe Luis! Junge, wir ziehen ja nur Atletico-Spieler, das ist ja unglaublich. Es spielt echt nur noch fucking Godin, dann haben wir alle. Und ich konnte gerade noch so eins öffnen. Vielleicht hauen sie noch eine Lightning Round raus. Hoffen wir es mal. Alles klar, ein neuer Tag, neue Promo-Sets und jeder Account hat 10,50 K-Packs. Das heißt, die werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen und wir werden die jetzt gemeinsam öffnen. Hoffentlich ziehen wir noch irgendeinen kranken Spieler. Das wäre richtig heftig. Vor allem, weil wir ja schon wieder den Antoine gezogen haben. Keine Ahnung, ob er nochmal kommen könnte. Vielleicht, vielleicht ja. Erste 50 K-Pack. Wer wird drin sein? Und es wird nichts der Fanrufe sein. Ich habe gerade ganz kurz gehofft. Was willst du tun? Was willst du tun? Pack Nummer 3 des 50k Packs. Jetzt hier vielleicht eine blaue Karte. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. 80er Gesamtwert. Scheiße. Noch nicht mal eine Special Card hier. Wo ist das Pack? Wo ist der Antoine? Wo ist Stefan Ruffier? Okay. Natürlich als Duplikat angezeigt. Geht es jetzt also wieder bergauf? Denn wir haben natürlich noch einen anderen Account, aber der Stefan hier, der will auf jeden Fall mir irgendwie da was sagen. Ah, du wirst auf jeden Fall noch was Gutes ziehen, hoffen wir es mal. Danke auf jeden Fall an dich, du kommst auf jeden Fall auch auf die Transferliste. So einen geilen Spieler darf man nicht abstoßen. Und das letzte Pack für diesen Account, ach du Scheiße, öffnet die Packs auf jeden Fall nicht. Was ist das für eine Katastrophe? Ja, und auch nicht Oblak, Team of the Season Nummer 4 oder so, haben wir jetzt viermal Oblak gezogen, krank. Ja, der Stefan, der hat predicted und da ist es. Im letzten, ja, wirklich letzten 50 Kämpfen für diesen Account ziehen wir Oblak. Nice. Da sind wir auch schon. Neuer Account. Bitte neues Glück, Mann. Ich brauche noch so einen richtig geilen High-Rated-Spieler. Vielleicht ziehen wir wieder die Franzosen. Ich meine, ja, irgendwie haben wir es auf jeden Fall mit denen. Ich weiß auch nicht, warum. Erstes 50k-Pack. Komm, let's go. Hier einfach eine heftige Karte jetzt. Bitte zum Start. Shinji Kagawa. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist zu stark. Hm, was soll ich dazu sagen? Jetzt hier vielleicht ein blauer. Gareth Bale, ja! Fucking Gareth Bale Pack, alles klar. Keine blaue Karte, aber dafür ein High-Rated-Spieler. Nice. Das sieht man auch nicht alle Tage in einem 50
100k Pack. Mal gucken, wie viel wert er noch ist. 100k safe. Ja, okay, sagen wir ja, 80 bis 90 auf jeden Fall. Und da haben wir auf jeden Fall schon die Packs draußen. Zwei zumindest. Was Heftiges, was richtig Heftiges. Arturo Vidal. Naja, gut, immerhin. Ah, gute Spieler, sag ich mal. Drei Stück noch. Mann, da muss noch was kommen, bitte. Ich flehe euch an. Gareth Bale kann nicht der Einzige gewesen sein. Chiellini wenigstens. Giorgio Chiellini. Immerhin. Vielleicht haben wir auch im letzten Pack Glück. Man weiß es nicht. Es ist das letzte 50k Pack. Bitte, Digga, gib uns was. Gutes Philipp Lahm nochmal. Ja, die Spieler sind eigentlich fresh, aber wo ist der Blaue? Das war's also mit unserem Pack-Opening. Wir haben so viele Packs geöffnet. Unter anderem natürlich Antoine gezogen. Man of the Match, Piqué. Ein paar Blaue auf jeden Fall auch noch am Start. Irgendwie durchgehend Atletico-Spieler. Aber der Diego Godin, er will einfach nicht kommen. Vielleicht kriegen wir ihn morgen ja noch. Wenn dann das neue Tots rauskommt, müssen wir mal schauen. Ja, da kann man ja dann auch noch die La Liga ziehen. Also, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Natürlich 95 rated wieder am Start gewesen in jedem scheiß Pack-Opening zum La Liga-Tots. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. 7k Likes für mehr Pack-Openings wären fresh. Und jetzt macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.